Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. So. Dann wollen wir gleich mal die Raketen weiterschicken. Bevor wir uns da hinten wieder am Sortieren und Umbauen noch befinden. Ich habe jetzt hier schon mal mir Sachen schon mal ein bisschen weiter nach vorne geholt, die hier vorne dann auch hin sollen. Das heißt, wir müssen das jetzt eigentlich hier nur noch anständig hinstellen und gut connecten. Dann haben wir es doch so gut wie geschafft. Na? So, ich sollte mal eigentlich immer von dem Ding ausgehen. So, bei dir wird das nämlich das Problem. Du hast ja jetzt momentan nichts. Aber nicht weiter schlimm. Ist ja sowieso kein Saft drauf. So, dann machen wir hier auch gleich den rein und aktivieren den auch. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir euch hier nochmal reinsetzen. Ja, so im Ganzen sieht es okay aus. So. Ja, muss auch doch ein Stück rüber. So. Jetzt muss ich mir hier hinten nochmal das Ganze herholen. Das heißt quasi, der hier kommt ja jetzt hier einmal rüber. Der wird ja jetzt hier aufgestellt. Und natürlich, Dankeschön, ich wollte unbedingt das nochmal haben. So, sieht gut aus. Wunderbar. Können wir feststellen. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte das hier hinten, das ganze Ding. Weil der kommt ja jetzt hier quasi noch dazwischen. Und ich denke mal, das dürfte eigentlich gar nicht so verkehrt aussehen, wenn wir das hier so mit aufstellen. Ihr sollt mir jetzt nicht die Items in die Tasche drücken. So, der muss aber greifbar bleiben, weil da brauchen wir ja dann, das war der hier, nee. Der hier war das. So, dich einmal entheben. Dann müsste das ja jetzt so vonstatten gehen. Das heißt, der hier wird jetzt als erster ein Stück weiter vorne stehen. So. Ja, passt. Dann brauchen wir das jetzt nicht mehr zwischenlagern. Das heißt, hier die beiden Zwischenlager, die wir hier hatten. Naja gut, die wurden ja auch gleich wieder neu verbaut. Aber das hier wird komplett leer. Also, ja, dann machen wir es mal anders. Da rupse ich dir das mal kurz ab. Mach dich kurz aus. Dann stellen wir euch mal kurz anders ein. Dass ihr mir das Ganze mitnehmt. Und dann testen wir es mal aus. So, ich habe ganz viel Lehm mitgebracht. Jetzt müsste das doch hinhauen. Wunderbar. Ja, passt. Ich müsste mal gucken. Vielleicht machen wir das auch nicht nebeneinander, also Reihschaltung. Sondern wir machen das dann vielleicht wirklich so, dass wir die einzeln von vorne abziehen können. Ich glaube, das wäre dann nachher doch deutlich besser, weil wenn man jetzt zum Beispiel von einer Ressource zu viel hat, ja, das heißt, die ganzen kleinen Dinger, die kommen dann hier nochmal wieder rein. So, jetzt lege ich erstmal das und naja, das kann ich jetzt nirgendwo ablegen, außer hier. Erstmal dahin. Das heißt, das hier kommt weiter nach vorne. Ah, da haben wir ja noch Kabellage von den Netzwerksteckern. Können wir uns ja hier jetzt gleich mal mitnehmen. So, jetzt kommt das einmal ab. Das kommt ja jetzt hier zu Glas. So, einmal hier angeschlossen. Friemel, Friemel, Friemel. So. Sieht gut aus. Jetzt gib mir doch nicht Glas. Jetzt habe ich hier ein Glas zu viel hier. Nimm das Glas. So. Halt.
Ja, Tisch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Na. Dass wir den jetzt auch nochmal dazwischen kriegen. So. Okay. So, jetzt brauchen wir noch die Erdzentrifuge, die wir jetzt hier aber nicht mehr haben. Denn jetzt die Quarz-Erdzentrifuge, das müsste ja dann die hier jetzt sein, genau. Die steht ja jetzt hier vorne. Weiß nicht, sieht das jetzt so aus oder mache ich hier doch nochmal einen Tisch zwischen, um einfach nur zu sagen, damit es dann einheitlich groß aussieht. Oder lasse ich es wirklich jetzt so ein bisschen erhöhte Position? Na gut, mal gucken. So, jetzt brauchen wir aber noch hier einmal das hier. Jetzt kommt der hier auch nochmal mit rüber. So. Einmal anschließen. Du sollst mir jetzt hier nicht irgendwelche Items in die Tasche drücken, Mensch. Ich bin... Das ist halt immer das Problem, wenn man hier so mit geringen Platz arbeiten möchte. So. Nein. Gut. Ja, der geht auch gleich los hier. Ich darf hier seinen Anschluss noch haben. Passt. So, jetzt brauchen wir da gleich nur noch die Erdzentrifuge dran. Und das hier war die für Ammonium. So, und da muss ich jetzt mal gucken. Wenn ich das auf die fast dieselbe Höhe ziehen möchte, haut das nicht hin. Das heißt, ich werde dich hier mit hinziehen. Weil du bist ja ein bisschen größer. Vom Tischchen her. So, und dann... Na, wie gesagt, eigentlich bräuchten wir hier hinten, das war ja mal Ammonium, das bräuchten wir eigentlich gar nicht. Weil wenn wir es wirklich machen, dann können wir es eigentlich auch hier drüber einmal auslösen lassen. Bloß da wird jetzt das Problem, die in dieselbe Höhe zu ziehen. Könnte ein bisschen knapp werden. Ja. Heißt, der muss ja schon ein Stück zurück. Na, mal gucken. Das können wir ja schon mal so stehen lassen. Jetzt hole ich mir da hinten noch den Tisch mit den wundervollen Reserven drauf. Denn auch dieser soll ja hier wieder seinen Wasserstoff reinsetzen. Drehen wir einfach nur das Ding um oder auch nicht, weil jetzt darf ich es umdrehen. Der andere war ja noch auf ausgestellt. So, jetzt können wir dich auch schön nah dran stellen. Das dürfte auch passen. Der kommt jetzt hier immer schön ran. Jetzt kann ich den wieder auf ausstellen, damit er sich das hinten auch greifen kann. Und wir können hier uns hier vorne immer schön das Hydrazin nehmen. Ja, passt. So, dann stelle ich hier Hydrazin nochmal um. Das hier sieht zwar noch nicht ganz bündig aus. Aber ich gehe jetzt erstmal kurz hinten. Schauen wir, was Schönes sie gekriegt haben. Ja, und ich habe natürlich den Rucksack voll. Wie soll es auch anders sein? Ich habe natürlich den Rucksack voll. Ich schmeiß mal kurz Glas hier ab und Co. Brauchen werde ich es ja sowieso nochmal gleich, aber nicht jetzt. Denn ich würde ja hier gerne schon einmal leerräumen wollen. So. Das hatte ich mir auch überlegt, dazwischen sozusagen nochmal so einen kleinen Gang zu bauen. Der es mir dann erlaubt, dazwischen den Maschinen noch zu hin und her zu laufen. Aber dann kommen wir ja fast auf dieselbe Größe hinaus. Das war so mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke, den ich dann hatte, ist,
Ja, ich weiß nicht, das sieht nachher nicht aus. Und ich will ja nicht mehr zwischenlaufen, weil immer wenn ich dazwischen durchlaufe, hatte ich ja das Problem, ich kriege irgendwelche Items in die Tasche geschoben, die ich gar nicht haben wollte. So, den können wir uns auch nochmal klauen. Den brauchen wir da drüben doch gerade eher. Und da liegt er sowieso nur drin. So, dann machen wir hier nochmal zack. Und wie gesagt, der hier kommt jetzt eigentlich nochmal ab. Können wir jetzt nochmal gucken, dass wir hier die Wechselschalter noch zwischensetzen. Ich muss sie auch richtig rum anschließen, sonst wird das nichts. Hä? Ich hab doch von dem? Nee. Ich will von dem hier das untere Stück haben. Dreht er das dann nicht einfach um? Ah, so geht das auch. So, dann schließen wir das schon mal ab. So, dann... Nein, gib mir das Ding hier. Kommt die nächste Fummelei. So, dann der hier muss jetzt einmal hier einfach nur drauf. Und dann kann ich hier vorne, nämlich wenn ich hier vorne bin, einmal nur auf den Knopf drücken und dann macht das an oder aus, so wie ich das möchte. Gut, wir haben ja noch ein paar Dinger hier. Gucken wir gleich weiter hier. Den nächsten angeschlossen kriegen. Machen wir auch gleich aus. So. Eigentlich muss ich die erstmal als allererstes alle abschließen hier. Und die sind es nicht mehr. Gut. Danke für die Ressource. Deswegen wollte ich ja hier im Bereich auch nicht mehr durchlaufen, ne? Man merke das Dilemma. So. Hier nochmal. Stopp. Den nächsten. Na, werden wir, glaube ich, noch ein paar mehr brauchen. Und stopp. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo... Da hinten haben wir noch einen Netzschalter. Also die doch wieder alle einbauen hier. Ach, da haben wir sogar eine grüne Ressource. Natürlich gleich noch eine. Komm ich da noch ran? Na nun, komm. So schwer bist du doch nicht, mein kleiner Astronier. Weil der hier war das mit grün. Und hier sollst du es ja dann herholen. So, hier haben wir, hier haben wir. Zack. Den nächsten hingestellt. Na, war schon wieder falsche Richtung. So rum. Wollt jetzt hör auf, mir hier irgendwas ins Inventar zu stöppeln. So rum soll das sein. Na gut, dich kann ich ja jetzt mal anmachen. Ganz ehrlich, wir haben davon so viel, so zu viel da vorne. Wenn mir das hier vielleicht mal ein bisschen weniger wird. Jetzt stoppt er mir noch mehr ins Inventar. Hör auf damit. Ich weiß doch schon gar nicht, wohin damit. Ich mach da gleich irgendeinen Schrott draus. So, einen Kanister bräuchten wir noch. Haben wir noch einen leeren Kanister da hinten stehen? Nein. Ich könnte mir natürlich einen vom Rover mopsen. Aber vorher schicken wir hier nochmal die Raketen auf Reisewanderschaft. So. Ja, hier haben wir auch keine mehr. Das heißt, ich gönne mir jetzt hier einfach mal eine... Wieso sagt er mir da hinten Forschungskatalog? Das weiß er selber noch nicht. So, aktivieren. Ja, eigentlich musst du deaktiviert werden. Damit du das da rausdrückst. Ja, sieht doch schon mal ganz, ganz schön aus.
Ja, dann machen wir hier weiter, damit das hier mal ein bisschen vorankommt. Hier haben wir jetzt alle. Jetzt sehen wir nur noch zwei Stück. Ich die hier noch irgendwo rumflattern. Und ich habe immer noch keinen Hydrazin mehr drin. Jetzt mache ich hier erstmal zwei kurz loswerden. Um mir hier zwei neue zu schnappen. So. Und wieder umstellen. Passt. Gut. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der hintere Weg und zwei Netzwerkschalter. Na gut, dann müssen wir mal gucken, aus was jetzt Netzwerkschalter nochmal bestehen. Zwei kleine Netzwerkschalter brauchen wir nochmal. Das heißt, nee, das war Energieversorger. Tastenwiederholer, die brauche ich ja sowieso nochmal ordentlich. Suche die Netzschalter. Bestimmt schon wieder überskippt. Oder? Energiesensor, Tastenwiederholung, Verlängerung. Ah, hier, Netzschalter. Kupfer brauchst du. Guck mal, hier liegt sogar noch ein Kupfer rum. Und ein zweites Kupfer können wir uns nochmal nehmen. Dann machst du mir jetzt hier nochmal zwei Netzschalter. Die nehmen wir dann auch mit. Eigentlich solltet ihr euch nicht untereinander anschließen, aber... Na gut. Ab und zu braucht man auch nur eine Verlängerung. So. Gut, dass du abgingst. So, erst da rein, dann da rein. Schließen wir den Stromkreis mal zu. Und jetzt nur noch hier einmal. Erst da rein. Ah ne, andersrum. Ah. So. Und dann machen wir auch hier nochmal zu. Gut. Das hat ja jetzt soweit alles schon mal gut gepasst. Sieht eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt aus. Ja. Das könnte so passen. Also kann man jetzt auch am ehesten sehen, was gerade voll ist und was nicht. Und was wir jetzt an Material überhaupt nicht so viel brauchen. Das passt. Gut. Jetzt brauchen wir noch zwei Tische. Und zwei Erdzentrifugen. Eigentlich brauche ich nur einen einzigen Tisch. Denn ich kann den hier freiruppen. Und hier mit hinstellen. Dann brauchen wir hier nur noch eine Erzzentrifuge. So. Blups. Ja, passt. Dann brauchen wir noch einen Tisch. Kann ich den hier hinten erstmal nehmen? Weil der wird ja auch soweit nicht mehr benötigt. Im Ganzen. Es ist halt nur die Frage, ob das denn so besser aussehen würde oder nicht. So, habe ich die jetzt wirklich alle so rumgedreht? Na gut, dann drehe ich sie jetzt alle so rum. Na, passt, passt. Hoppala. Gut. Dann brauchen wir da nur noch das eine Lager drauf. Was wir hier hinten haben. Es geht. Also es ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Wenn das eine Ding hier halt so ein bisschen versetzt steht. Zumal das Ding hat sogar seine eigene Energieversorgung. Oh, ist okay. Ist okay. Kann man so mit leben, würde ich sagen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Autoarme fehlen jetzt keine mehr, oder? Sieht nicht danach aus. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Knöpfe. Und zwei Erdzentrifugen. Ja, das kriegen wir doch noch hin. Das heißt, wir machen uns jetzt zwei Erdzentrifugen. Und danach muss ich dann auch unbedingt nochmal wieder aufräumen hier. Aber vorher schicken wir hier nochmal das Ganze los.
Wie viel haben wir noch? 121. Das ist bald alle. So, jetzt brauche ich Erdzentrifugen. Was brauche ich dafür? Zwei Stück brauchen wir. Buggy, was? Ach, da war sie doch schon. Aluminium und jeweils zwei Gemisch. Gut, das heißt, wir brauchen zwei Aluminium. Geringste Sorge. Und nochmal 1, 2, 3 und 4 Gemisch. Dann haben wir die zwei Erdzentrifugen drin. Kann ich hier gleich die nächsten reinsetzen. So, dann brauchen wir Tastenwiederholer. Davon brauchen wir auch ein paar mehr. Mache ich schon mal gleich 6 Stück. Weil die haben wir definitiv. Aber erstmal finden hier im ganzen Chaos. Tasten, Tasten, Tasten. Da haben wir ihn. Zink war das. Warte, Tastenwiederholer? Oder hieß das Ding anders? Nicht, dass ich jetzt den falschen mache. Ich glaube, das war der Tastenwiederholer. Ich hoffe es einfach mal. Warum hat er jetzt das eine Aluminium eigentlich wieder reingepackt? Ich habe keine Ahnung. So, dafür brauchen wir 10. Haben wir auch noch genug da. Das heißt, wir können uns eigentlich nochmal einen 6er Rutsch nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und jetzt könnten wir uns eigentlich auch einfach nur hier hinstellen und sagen, hier, wiederhol mal. Und druck die mal ganz schnell. Das sieht so übelst verkehrt aus, wie er die gerade hinsetzt. So, zum Glück kann ich die alle in die Tasche stecken. Dann kann ich schon mal 6 Stück hinstellen und hier schon mal eine Zentrifuge mitnehmen. Ja, das sieht doch langsam schon viel ordentlicher aus als das, was wir davor hatten. So, dann kommt hier natürlich eine Zentrifuge schon mal drauf. Diese wird jetzt eingestellt auf Quarz und darf permanent pumpen. Gut. Gucken wir jetzt mal, dass wir da mit den Tastenwiederholern jetzt genug hingestellt kriegen. Damit man das halt manuell ein- und ausstellen kann, wie man möchte. Hoppala. So. Einmal drauf da. Ist halt mein verlängerter Knopf, dann brauche ich hier nicht immer drüber fassen. Na, der war nicht ganz so gut. Ich gebe dir mal kurz Strom, damit du hier mal kurz... So. Einmal benutzen. Oh, kein Strom mehr. Gut. Dann den nächsten hier hinsetzen. Und einmal drauf da. Gucken wir mal. Ab und zu sieht es nämlich nicht richtig aus, aber das war richtig. So, dann machen wir hier nochmal. So. Dann hier nochmal. Halt. Hier nochmal einen hin. Ach, hör auf, mir irgendwas in die Tasche zu drücken, Mensch. Ich muss es gleich irgendwie noch verwenden hier. So, einen haben wir noch und einer fehlt noch. Na gut. Soll ja doch gut ausgekommen damit. Mit 6 Stück. Ohne nachzuzählen. So. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal einmal die Erdzentrifuge. Ach komm, ich hole mir erstmal noch einmal Zink. So, drück mir den auch gleich noch mit in die Tasche. Düse hier einmal kurz außen rum. Dass der mir jetzt nichts in die Tasche gedrückt hat, ne? So, sollte wirklich Not am Mann sein, können wir halt jetzt Grünzeug auch einfach herstellen.
Grünzeug jetzt sogar in zweier Varianten verbrennen. Das dürfte jetzt eigentlich auch genug sein für das ganze Grünzeug. Hoffe ich mal zumindest. So, und selbst wenn, ne, ein Kanister bleibt immer voll. Das ist ja dann immer der Hauptkanister hier vorne. Das passt eigentlich auch ganz gut. So, achso, halt, der Tastenwiederholer, den machen wir noch dran. So, einmal hier und einmal da. So, wenn jetzt sagst du, hier, mach mal Kohle, dann fängt er an, Kohle zu machen und Kohle auch reinzuarbeiten. Passt. So, Grünzeug haben wir keins. Hier können wir mal das Harz rüberziehen lassen. Und hier können wir mal das Graphit mal rüberwachsen lassen. So, und Gemisch haben wir fast keins mehr. Eieieiei. Na gut, nächste Erdtour steht sowieso bald wieder an. Das ist kein Thema. Das kriegen wir schon hin. So, dann lassen wir die jetzt nochmal kurz vollfüllen hier. Können wir in der Zeit ja nochmal Rakete starten. Gucken, was wir da vielleicht schon drauf haben. Oh, das ist schon wieder ganz viel Sauerstoff. Ja gut. Müll kommt gleich in den Müll. Machen wir nicht umsonst drei Schredder hier. So. Ja, wie gesagt, so viele Beacons werden wir ja gar nicht mehr brauchen. Also die Beacons sind ja fast überflüssig geworden. Man braucht jetzt nur noch einen einzigen, um sich zurechtzufinden. So, passt. Und wir haben sogar nochmal ein bisschen extra Schrott dazugekriegt. Na gut. So, dann lassen wir sie gleich ausliefern, weil sie sind schon wieder voll. Und dann gucken wir jetzt mal, ob da drüben jetzt auch soweit die Dinger jetzt schon voll sind. Na, noch nicht ganz. Das dauert halt immer ein bisschen. Und dann muss ich eigentlich quasi immer nur gucken, was gerade vorne nicht grün leuchtet und dementsprechend nur aktivieren. Ja, läuft doch ganz gut. Sieht doch auch schon viel schöner aus, so. Als wenn das so extrem weit auseinander gefächert ist. Man kann jetzt richtig sagen, das ist jetzt eine Oase der Ressourcen. So, dann machen wir dich aus. Dann machen wir dich aus. Und er fängt auch schon weiter an zu forschen. Da hinten brennt es auch schon wieder weiter durch. Passt. Gut, dann würde ich sagen, räume ich jetzt hier offscreen mal den ganzen Unrat, der jetzt hier nebenbei entstanden ist, nochmal kurz so ein bisschen weg. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.